Ich bin in die USA ausgewandert und vor einiger Zeit ist mir nun doch aufgefallen, dass in Deutschland sehr viele Dinge sehr viel einfacher laufen als in den USA. Und worum es genau geht, das klären wir in diesem Video. Zu einem haben wir nämlich ganz klar den Punkt des Autofahrens und der Verkehrssicherheit. Seitdem ich nämlich vor ca. einem halben Jahr nun endlich meine Arbeitserlaubnis erhalten habe, habe ich täglich ca. einen Fahrweg von 30 Minuten hin und wieder zurück und das über den Highway. Was ich hier schon alles auf dem Highway erlebt habe, das kann mir einfach keiner glauben. Gott sei Dank habe ich eine Dashcam. Ich habe mir auch ein paar Aufnahmen gespeichert. Ich werde das hier einmal einblenden. Ich habe nämlich schon so viele Auffahrunfälle gesehen, weil die Leute null, wirklich null Sicherheitsabstand einhalten. Ich glaube, von Sicherheitsabstand haben sie hier noch nie irgendwas gehört. Und dadurch passieren halt nicht nur in der Stadt, sondern eben auch auf den Highway super viele Autounfälle. Mega viele Leute machen auch einfach Pause auf dem Standstreifen. Die stellen sich dann auch wirklich ohne Warnblinker, ohne alles einfach auf dem Standstreifen. Beziehungsweise lassen teilweise auch ihre Autos über Tage lang dort auf dem Standstreifen einfach stehen. Das liegt zu einem daran, dass viele auch einfach ihre Tanknadel nicht im Blick behalten und sie dann einfach kein Benzin mehr haben. Aber auch größtenteils liegt es daran, dass es hier eben keinen TÜV gibt. Es gibt hier nämlich niemanden, der die Autos inspiziert und abnimmt. Und dadurch haben wir eben auch super viele, super kaputte Autos hier auf den Straßen rumfahren, die dann auch einfach den Geist aufgeben. Und ich kann euch versprechen, fahrt ihr für 5 Minuten hier auf dem Highway, seht ihr mindestens eingeplatzten LKW-Reifen mitten auf der Fahrspur rumliegen. Allgemein sind die Highways und Freeways hier auch super dreckig im Vergleich zu den deutschen Autobahnen. Dadurch, dass eben super viele gerade LKW-Reifen platzen und die dann einfach dort liegen gelassen werden. Aber auch andere Art von Müll liegt dort irgendwie überall rum. Und gerade von den Pickup-Trucks, die als Arbeiterauto genutzt werden, fällt so viel Müll, aber auch teilweise ganze Möbelstücke runter, wo man halt wirklich aufpassen muss, dass man eben auch weitsichtig auf den Highway fährt. Und wie der Zufall so will, ich habe vorgestern mein kleines Skript hier geschrieben und gestern ist mir tatsächlich auch direkt vor der Nase das perfekte Beispiel passiert. Wir sehen nämlich, dass ich hier in einem kleinen Stau stehe und wenn ihr jetzt genau hinguckt, seht ihr, dass einfach eine Metallstange von dem Anhänger runterfällt und die bleibt dann einfach mitten auf der Fahrspur liegen. Andere Autos fahren entweder drüber, teilweise versuchen sie auch mit wilden Ausweichmanövern den Müll auf dem Highway zu entgehen, wo dann auch wiederum andere Unfälle entstehen. Aber ihr könnt auch sehen, dass die Leute die Gegenstände auf den Anhängern null sichern. Hier hat derjenige die Metallstangen einfach ohne Sicherung, auch ohne irgendwie die Klappe zu schließen, einfach hinten drauf geknallt. Das juckt ihn gar nicht, ob es auf dem Highway einfach runterfliegt. Umso weniger hat er wahrscheinlich im Endeffekt zu entsorgen. Von daher einfach nur gut für ihn. Und ich glaube, sowas in der Art würde in Deutschland einfach gar nicht möglich sein. Und auch dadurch, dass der Führerschein super einfach zu erlangen ist, fahren sehr, sehr viele Leute wirklich crazy hier auf den Straßen. Entweder wird beispielsweise der Blinker gar nicht angemacht oder auch gar nicht mehr ausgeschaltet. Und dann fahren sie über Stunden und Stunden einfach mit dem Blinker an und du denkst dir, willst du jetzt irgendwie die Spur wechseln? Willst du abbiegen? Was ist denn los hier? Und auch Fahrerflucht gehört hier, glaube ich, zum guten Ton. Und ich hatte euch ja schon vor einiger Zeit erzählt, dass ich gerade, wo ich mein neues Auto gekauft habe, 2 Wochen später mir vorne jemand reingefahren ist und die ganze Schürze eben zerkratzt war. Hat sich irgendjemand gemeldet? Hat irgendjemand irgendwie einen kleinen Sorry-Zettel an meine Windschutzscheibe angehangen? Nein. Und auch in diesem Clip standen wir vor einiger Zeit auf dem Parkplatz von At Home. At Home ist hier quasi das amerikanische Ikea, was es überall gibt. Und ihr seht, die gute Dame hat hier einfach vergessen, ihren Einkaufswagen festzuhalten. Dieser rollt fröhlich in die Tür von dem Nachbarauto. Hat sie gejuckt? Nicht wirklich. Sie ist danach einfach fröhlich weitergefahren. Wir haben es auch den Kassierern bei At Home gemeldet, aber auch die haben sich dafür nicht wirklich interessiert. Und was zurückbleibt, ist der Fahrer mit einer zerbeulten Tür. Also ich denke, im Allgemeinen nimmt man in Deutschland wirklich sehr viel mehr Rücksicht im Straßenverkehr bzw. auf andere Straßenteilnehmer. Und was in diesem Video auch nicht fehlen darf, ist die Lebensmittelqualität bzw. die Transparenz der Lebensmittel. Es ist nämlich ein Fakt, und das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, es ist ein Fakt, dass in Gemüse und Obst bis zu 1000 Mal mehr Pestizide gefunden werden, als in Gemüse und Obst in Deutschland. 1000 Mal, das ist so eine krasse Summe. Und dadurch sieht dann eben auch das Obst und Gemüse hier aus wie geleckt. Aber es liegt halt daran, dass die Bauern hier sehr viel mehr Pestizide benutzen dürfen. Und es bleibt dann eben auch alles an dem Obst und Gemüse kleben. Oder es nimmt die Pflanze direkt mit in sich auf. Und letztendlich essen wir hier in den USA das alles. Und es macht uns irgendwie dann eben auch krank. Und meistens hast du dann eben auch kein Inhaltsverzeichnis auf den Lebensmitteln drauf zu stehen. Du weißt also gar nicht, was du alles mit den bestimmten
bestimmten Lebensmittel in dich aufnimmst. Und das wiederum läuft in Deutschland auch sehr viel besser. Wenn du dort nämlich irgendwas an Lebensmittel einkaufst, hast du hinten auf der Verpackung immer ein detailliertes Lebensmittelverzeichnis draufstehen. Du weißt also ganz genau, was du deinem Körper zuführst. Die Transparenz ist in Deutschland also sehr viel mehr gegeben. Und auch wenn wir über Bioprodukte sprechen, ist Deutschland den USA Welten voraus. Hier hast du nämlich ganz selten Bioprodukte, beziehungsweise eben auch teilweise gar keine. Und sprechen wir über die Work-Life-Balance und der Arbeitnehmerschutz. Der sieht nämlich in den USA katastrophal aus. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich war Auszubildender, ich war in der Ausbildung. Und ich muss zugeben, ab und zu bin ich dann doch mal zu Dr. Hollywood gegangen, um mir eine Krankschreibung über 2 Wochen für einen kleinen Schnupfen einzuholen. Ist natürlich nicht das Beste zu machen, aber ich glaube, das hat jeder irgendwie mal gemacht. Und selbst in diesem Fall kann dein Arbeitgeber dich nicht kündigen, denn Arbeitnehmer genießen in Deutschland wirklich einen ausgezeichneten Arbeitnehmerschutz. Ganz im Gegenteil zu hier in den USA. Hier kannst du nämlich für jeden Blödsinn irgendwie gekündigt werden. Und an der Stelle weiß ich nicht, ob euer Feed auf Instagram genauso aussieht, aber in letzter Zeit sehe ich super viele Videos, wie Leute leben, wirklich komplett ausplündern, und da ist es ganz egal, ob Lebensmittelläden oder halt wirklich auch super High-Fashion-Läden wie Gucci oder Prada. Leute rennen teilweise in wirklich großen Gruppen in die Läden rein und plündern in wenigen Minuten den kompletten Laden leer. Und hier haben wir eben auch das perfekte Beispiel. Vor ca. 3 Wochen wollten nämlich 2 Mitarbeiter einen Diebstahl im Laden verhindern. Diese haben sich also den Dieben in den Weg gestellt und wollten dann eben den Vorfall verhindern, und genau dafür wurden sie gekündigt. Nicht, weil sie es nicht geschafft haben, den Diebstahl zu verhindern, sondern weil sie versucht haben, den Diebstahl zu verhindern. Die Firmen hier in den USA haben nämlich eine wirklich sehr wilde Firmenpolitik, die halt besagt, dass man sich den Dieben nicht in den Weg stellen darf, weil diese könnten im schlimmsten Fall eben ausrasten, entweder die Mitarbeiter erschießen können oder eben auch andere Kunden, und das wäre eben noch schlimmer für die Firma als der Diebstahl von den Lebensmitteln oder von der Bekleidung. Also hier kannst du wirklich wegen jedem Blödsinn gekündigt werden, auch wenn du einfach nur einen Diebstahl in deinem Geschäft verhindern möchtest. Und ich bin mir sicher, ihr habt schon einige Videos von Karens gesehen, wie sie halt mal kurz mit dem Manager sprechen wollten, und auch nur dieses eine Beschwerdegespräch reicht teilweise, um jemanden kündigen zu lassen. Also Arbeitnehmerschutz wird hier leider Gottes sehr, sehr klein nur geschrieben, was bei mir in der Firma Gott sei Dank anders abläuft. Bei mir in der Firma gibt es nämlich eine Arbeitsgewerkschaft, im schlimmsten Fall würden die auch mit mir vor Gericht ziehen, um eine eventuelle Kündigung zu verhindern. Aber leider gibt es hier gute Arbeitsgewerkschaften eben nur selten. Und da muss die USA auf jeden Fall nochmal ran. Und ganz abgesehen von der Gesundheitsversorgung, da müssen wir, glaube ich, erst gar nicht drüber sprechen. Da habe ich nämlich im letzten Video schon mal ausführlich drüber gesprochen. Ich war nämlich vor kurzem das erste Mal beim Arzt gewesen. Und ja, ich habe es mir irgendwie ein bisschen anders vorgestellt, als es letztendlich abgelaufen ist. Da könnt ihr auch gerne hier oben nochmal auf das Video draufklicken. Auch sehr spannend. Und lasst dem Video doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und klickt doch hier gerne mal auf das Video, wenn ihr ein genauso großer Chicago-Fan seid, wie ich es bin. Und um gemeinsam mit mir Chicago zu entdecken. Und auf dieses Video, wenn ihr die größten Vorteile einer Auswanderung euch einmal anschauen wollt. Denn sehr viele Dinge laufen hier natürlich auch sehr viel besser ab als in Deutschland. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer eine schöne Zeit. Und danke fürs Einschalten.